So, translationale Forschung hat ja die Aufgabe, Ergebnisse der Grundlagenforschung in den klinischen Alltag zu übertragen. Inwieweit findet dieser Transfer momentan in Deutschland statt? In der Psychiatrie, um die es ja hier geht, auf dem Kongress, gibt es ganz viele translationale Aktivitäten, die unterschiedlich schnell laufen. Beispiel ist Psychotherapieforschung. Da haben wir häufig einen sehr, sehr schnellen Weg von der Grundlagenforschung hin in die klinische Anwendung. Auch in der sogenannten Versorgungsforschung, wo wir uns angucken, wie bestimmte Systeme der Krankenversorgung sich auswirken auf die Gesundheit der Bevölkerung. Da geht das schnell. Im anderen Bereich, wenn Sie beispielsweise ein neues Molekül entdecken oder Sie haben ein neues Tiermodell für eine psychische Erkrankung entwickelt, da kann es häufig bis zu 10 Jahren dauern oder manchmal sogar noch länger, bis diese Erkenntnisse in der Klinik ankommen. Insgesamt muss man aber sagen, es sind ganz viele Aktivitäten und es kommt auch zunehmend mehr davon in der Klinik an. Okay, wie steht es denn allgemein um die Grundlagenforschung in Deutschland? Sind wir da im internationalen Vergleich gut aufgestellt? Ich denke schon, die internationale Vergleichbarkeit ist in der Grundlagenforschung ja gegeben. Man kann Dinge wie viele Veröffentlichungen werden gemacht, wie viele Patente. Und da gehört Deutschland relativ zu seiner Größe natürlich und relativ zu seiner Finanzierung zu den führenden Nationen, immer natürlich nach den USA, auch nach England. Es gibt auch Nationen wie beispielsweise die skandinavischen Länder und auch die Benelux-Länder, die mit weniger Geld mehr Forschung machen können, als wir das in Deutschland tun. Dann können wir also auch noch besser werden. Aber insgesamt sind wir ganz klar in der Spitzengruppe der Welt. Warum ist denn Grundlagenforschung gerade für psychische Erkrankungen so wichtig? Psychische Erkrankungen sind ja die inzwischen wesentlichste Gruppe der Volkserkrankungen. Die Hauptursache für Krankschreibung, die Hauptursache dafür, dass jemand früh berentet worden ist. 40% der Bevölkerung haben im Leben mal so eine Erkrankung. Insofern haben wir einen riesigen Bedarf. Und auf der anderen Seite haben wir gerade in den letzten Jahren auch erst die Forschungsmöglichkeiten bekommen mit Methoden wie Bildgebung, Stammzellen, virtuelle Realität, Big Data, diesen Bedarf auch durch eine Forschungsaktivität zu antworten. Insofern ist gerade in der Psychiatrie Translation jetzt nötig, aber eben auch besonders erfolgversprechend. Gibt es bestimmte Erkrankungen im Bereich psychischer Erkrankungen, bei denen wichtiges Grundlagenwissen fehlt aus Ihrer Sicht? Also ich denke, das Gehirn ist eines der komplexesten Organe. Psychische Erkrankungen in ihrer soziokulturellen Einbindung sind besonders kompliziert. Und ich denke, ja, da fehlen noch ganz viele Puzzleteilchen. Und ganz viele sind aber auch in den letzten Jahren in den Blick gekommen. Es ist sicher noch mehr zu tun im Bereich des Verstehens des Gehirns, beispielsweise in der Leber. Da sind wir schon weit, aber die Leber ist halt auch ein bisschen einfacheres Organ als das Gehirn. Es gibt häufig den Vorwurf, dass die Industrie nicht genug in der Grundlagenforschung aktiv ist und nicht genug Zeit und Geld auch investiert. Wie stehen Sie dazu? Meinen Sie, die Industrie macht da genug oder könnte da noch mehr kommen? Ja, die Industrie folgt natürlich einerseits dem Bedarf und insofern ist sehr, sehr viel Geld in der pharmakologischen Industrie in die Erforschung neuer Medikamente geflossen. Im Moment insbesondere im Bereich Alzheimer, nicht mehr so viel im Bereich Depression und Schizophrenie, wo es früher mehr waren. Insgesamt kostet die Entwicklung eines neuen Medikaments über 1 Milliarde Euro, also mehr als sich die akademische Welt leisten kann. Insofern brauchen wir eine Zusammenarbeit für Industrie und können der Industrie auf die Weise auch helfen, das war ja Ihre Frage, mehr zu tun. Andererseits brauchen wir aber auch gerade in der Psychiatrie auch eine akademische Industrie, unabhängige Forschung, gerade um solche Themen wie Psychotherapieforschung oder auch Dinge, an denen die Industrie nicht so ein Interesse hat, voranzutreiben. Am schnellsten und auch am kosteneffektivsten kommen wir wahrscheinlich in einem Zusammenarbeiten dieser Akteure voran. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Gern geschehen.